2. Kannst du mich hören? Der Funk ist okay. Du bist auf Position 12. Beiß dich durch und sieh zu, dass du ins Ziel kommst. Fahren willst, drücke die Rückblende-Taste und wähle einen Punkt, an den du zurückkehren möchtest. Einer der Fahrer hat einen Dreher. Einen Bruchteil von dem gesehen, was dich erwartet. Und jetzt machst du die ersten Schritte in deiner Motorsportkarriere. Dein Ziel? Die Teilnahme an allen Grid-Meisterschaften, die schließlich in der Grid-Legend-Serie gipfeln. Bei diesen Events können nur die besten Fahrer bestehen. Und es kann nur einen Sieger geben. Aber erst musst du für immer anspruchsvollere und bekanntere Teams immer schwierigere Meisterschaften in 5 verschiedenen Disziplinen bestreiten. Tourenwagen, Open Wheel, Langstrecken,
Tuner und Straßenrennen. Willkommen bei der ultimativen Motorsport-Herausforderung. Willkommen bei Grid Autosport. Bevor du dich in deine erste Saison stürzt, musst du deine Fahrerdetails eingeben. Du musst EP sammeln, um in den Disziplinen auf dem Weg zur Gridmeisterschaft voranzukommen. Die verfügbaren Einstellungen bestimmen die Zuwachsrate deiner EP. Du kannst diese Einstellungen jederzeit ändern. In jeder Saison entscheidest du dich für eine der fünf Disziplinen. Im Moment sind die Gridmeisterschaften gesperrt. Wenn du aber in den anderen Disziplinen entsprechende Fortschritte machst, qualifizierst du dich für diese prestigeträchtigen Meisterschaften. So, triff deine erste Entscheidung. Bei Tourenwagenrennen gehst du auf Tuchfühlung mit der Konkurrenz und musst mutig überholen. Da alle Autos ähnliche Leistungsdaten haben, müssen die Teamkollegen zusammenarbeiten, um sich im Laufe der Saison durchzusetzen. Rennwochenenden sind häufig in mehrere Runden unterteilt, wobei die Startaufstellung in der zweiten Runde umgekehrt wird. Nichts ist anspruchsvoller und fordernder als Langstreckenrennen. Du brauchst deine ganze Konzentration, um mit den nächtlichen Bedingungen zurechtzukommen und eine perfekte Strategie, um alles aus deinen Reifen herauszuholen. Andernfalls werden selbst grundlegende Fahrmanöver Probleme bereiten. Nach dem fliegenden Start musst du entscheiden, wie du mit deinen Reifen umgehst. Bremsmanöver, das Verlassen der Strecke und blockierende Räder nutzen deine Reifen ab. Wer seine Reifen schont, kommt schneller ins Ziel. Wann du wie viel Druck machst, liegt ganz bei dir. Bei Open-Wheel-Rennen mit leichten Hochleistungsautos geht es vor allem um Grip. Verschaffe dir im Qualifying einen Vorteil, da die Qualifying-Reihenfolge bei Events mit mehreren Rennen für die gesamte Veranstaltung gilt. Vermeide bei diesen schnellen, aber disziplinierten Rennen jeden Kontakt mit anderen Fahrzeugen und nutze den Windschatten deiner Gegner, um sie unter Druck zu setzen. Tuning-Wettbewerbe bieten mit klassischen Rennen, Zeitfahren und Drift-Events die größte Bandbreite an Stilen in einer Saison. In Zeitrennen geht es darum, nach einem fliegenden Start die schnellste Runde zu fahren. Entscheidend ist dabei, dass du anderen Fahrzeugen ausweichst und präzise fährst. Drift-Events werden im K.O.-Modus ausgefahren. Du musst auf der gesamten Strecke deinen Flow wahren, möglichst nah an die Kurvenmarkierungen heranfahren und deinen Drift in jeder Kurve optimieren. Da du bei Straßenrennen auf öffentlichen Straßen mit eingeschränkter Sicht, unterschiedlichen Straßenbreiten und wechselnden Fahrbahnbelägen konfrontiert wirst, solltest du dir jedes Überholmanöver vorher genau überlegen. Freu dich also auf rasante und intensive Action in getunten Serienmodellen wie Hot Hatches und Hypercars. Das sind die verfügbaren Meisterschaften.
Entscheidest du dich für die längere Saison, musst du zwar mehr Rennen absolvieren, sammelst in der gewählten Disziplin dafür aber mehr EP. Hier sind deine ersten beiden Teamangebote. Mit dem gewählten Team bestreitest du die gesamte Saison. Das Teamziel musst du erreichen, um deinen Vertrag zu erfüllen und nach der Saison bessere Angebote zu erhalten. Holst du dir den Teambonus, bekommst du noch mehr EP und lukrativere Teamangebote. Bevor du das Angebot eines Teams annimmst, solltest du einen Blick auf die Details der anstehenden Saison werfen, um die richtige Entscheidung zu treffen.